Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es gibt als Gewerkschaftsvorsitzender gute Tage, es gibt als Gewerkschaftsvorsitzender hervorragende Tage und es gibt als Vorsitzender unglaubliche Tage. Und heute, vor dieser Menge, das ist ein unglaublicher Tag. Dankeschön! Es ist von vielen schon angesprochen worden. So wie die Regierung mit uns umgeht, das ist nicht wertschätzend. Das habt ihr euch alle miteinander, die tagtäglich rund um die Uhr hervorragende Leistungen bringen, nicht verdient. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ihr habt es auf euch genommen, von Weihnachten anzureisen, bei dieser Kälte, ein paar Tage vor Weihnachten, um mit uns euren Unmut kundzutun. Und ich denke, es ist an der Zeit, ein lautes, deutliches Zeichen zu setzen. Macht es jetzt gemeinsam mit uns allen auf drei. Pfeifen wir diese Regierung hier aus. Eins, zwei, drei, los! Ohnehin schon niedrig ist, hat der Herr Finanzminister gemeint, wir müssen alles, was über 1% ist, die nächsten Jahre hereinbringen. Und man wollte von uns, dass man für die kommenden Jahre schon unterschreibt, dass wir auch in den nächsten Jahren unter der Inflationsrate abschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ganz zum Ausdruck gebracht, dass wir richtig gehandelt haben. Dieses Angebot war, ist und wird aber in Zukunft abzulehnen sein. Wir wollen bei dieser Demonstration, und das ist uns hoffentlich genommen, auch zeigen, was alles öffentlicher Dienst ist. Im Gemeindebereich wurde schon gesagt, 85% Vertragsbedienstete, nicht Beamte, Vertragsbedienstete. Wir haben Gesundheitsberufe, wir haben die Frage der Müllabfuhr, der Polizei, wir haben die Frage der gesamten Kindergartenpädagoginnen. Man spricht immer von der Wichtigkeit und der Bedeutung der Elementarpädagogik, aber wenn es ums Geld geht, dann stellt man sich der nicht. Das kann es nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was ebenfalls unbedacht ist, dass wir an unseren Verhandlungen viele Sozialvereine, die Kulturschaffenden, wenn wir da in der Gegend stehen, Josefstadt, Burgtheater, Staatsoper, all das hängt an unseren Kollektivvertrags- und Lohnverhandlungen und auch diese Kollegen verdienen sich eine wertschätzende Gehaltserhöhung. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, und ich sage das auch hier, weil es immer wieder der Versuch unternommen wird. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren in den Gebietskörperschaften. Wir lassen uns aber auch nicht auseinanderdividieren zwischen den Arbeitnehmergruppen. Die Krankenschwester, die Diplomierte im privaten Spital wäre die gute und die im öffentlichen Bereich wäre die schlechte. Und das lässt sich fortsetzen mit Kindergartenpädagogen, mit Müllabfuhr, mit Facharbeit, mit Technik, mit Verwaltungskranken und und. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verlangen wir nicht sehen. Wir haben diese Krise nicht verursacht. Wir wollen, dass man mit uns wertschätzend umgeht. Wir gehören auch zu denen, die bei der Verteilungsgerechtigkeit nicht oben sitzen, sondern unten angesetzt sind. Und daher wollen wir für unsere Kolleginnen und Kollegen gemeinsam kämpfen. Es muss doch möglich sein, dass das, was in Vorarlberg passiert ist, dass man dort einen Gehaltsabschluss
um die Inflation zustande gebracht hat, dass das, was dort für die Landesbedienstete und die Gemeindebedienstete Gültigkeit hat, auch für die restlichen öffentlichen Bedienstete in diesem Land Gültigkeit hat. Darüber reden wir, darum reden wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt viele Politikerinnen und Politiker, die auch der Meinung sind, dass wir uns zumindest nach dieser Nullrunde die Inflation verdient haben. Zum Beispiel auch der Landeshauptmann stellvertretend in Oberösterreich, der hier gemeint hat, die Inflation steht uns jedenfalls zu. Ich lade ihn ein, anzurufen hier im Bundeskanzleramt, um unsere Meinung hier auch nutzen oder mit uns auch unterstützen und hier hin. Wir wollen nicht viel. Wir wollen einen wertschätzenden Umgang. Wir wollen, dass sich diese Wertschätzung auch am Lohnzettel wiederfindet. Dafür werden wir in den nächsten Tagen und Wochen auch kämpfen und wir stehen rund um die Uhr für Verhandlungen zur Verfügung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank fürs Kommen. Ein herzliches Willkommen. Dankeschön.